Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich komme immer wieder sehr gerne zu Mehr Demokratie Deutschland. Ich bin ein stiller Außendienstmitarbeiter in Österreich, aber auch international. Ich referenziere sehr oft auf euch und mache Werbung, dass die Menschen bei euch Mitglied werden oder euch unterstützen, und bin selbst Mitglied mit ganz großer Überzeugung. Mein Fokus ist derzeit noch auf der Gemeinwohlökonomie und dem Aufbau der Bank für Gemeinwohl. Deshalb bin ich derzeit nicht bei Mehr Demokratie Österreich aktiv, aber in den nächsten Jahren wird sich das ganz sicher ändern. Also ich habe da derzeit eine Perspektive mit einem historischen Datum, der 100. Geburtstag des Inkrafttretens der ersten Verfassungen in demokratischen Republiken in Deutschland und Österreich. Ihr seid Ende 2019 an der Reihe und wir dann Anfang 2020. Und ich denke, das ist ein günstiges historisches Datum, um hier den nächsten Entwicklungsschritt für die Demokratie, zumindest mal für die Demokratien in Mitteleuropa, zu setzen. Das Thema Geld hat mich noch länger beschäftigt. Neoliberal würde ich den Kollegen von der Hayek-Stiftung nicht bezeichnen. Aus meiner Sicht ist das pseudoliberal. Liberal ist das, was ich vertrete, nämlich selbstverständlich in einer konkret angebotenen Definition, nämlich gleiche Rechte, gleiche Freiheiten und gleiche Chancen für alle, aber wirklich. Und das würde sehr vieles derzeit verändern. Beginnend bei der Dekonzentration von Macht in der Wirtschaft im Sinne des Prinzips der Gewaltentrennung. Gewaltentrennung ist ja nicht nur ein politisches Prinzip, sondern auch auf den Märkten gilt es, die Machtkonzentration zu verhindern, und das ist liberal. Und die sich derzeit das Etikett liberal auf die Stirne heften, die machen 0,0 Vorschläge, wie die weit vorangeschrittene Machtkonzentration in der Wirtschaft verkleinert werden könnte. Ich habe hier einen prozessualen Vorschlag in dem Buch Geld, was voriges Jahr erschienen ist, genau dazu, wie denn nicht nur die Macht in der Wirtschaft verkleinert, dekonzentriert werden könnte, sondern wie ein neues Geldsystem, eine neue Geldordnung über einen demokratischen Bottom-up-Prozess, sogenannte dezentrale Geldkonvente, wie so eine Wirtschaftsordnung gestaltet werden könnte. Die Quintessenz, das ist der Leitfaden, der inhaltliche Fragebogen für so einen kommunalen Geldkonvent, der ist auch kostenlos auf der Website verfügbar. Das heißt, man muss da gar nicht das Buch erwerben und zur Gänze lesen. Man kann so auch neugierig werden. So, genug der Vorrede. Heute geht es um den Zusammenhang zwischen Handelsabkommen und der Demokratie. Ich werde zwei Alternativvorschläge machen, und ich glaube, der erste ist für euch besonders spannend, nämlich wie ein Handelsabkommen auf demokratischere Weise als heute zustande kommen könnte. Ich muss gestehen, ich kenne Michaels Vorschlag noch nicht, bin jetzt sehr neugierig natürlich und werde auch mich unverzüglich daran setzen, das zu sehen, den Vorschlag, und dann, dass sich das vielleicht gegenseitig befruchten kann. Die Analyse werde ich kurz halten, sie ist aber ein bisschen notwendig, weil auch die inhaltliche Freihandelsdebatte oder Handelsdebatte, besser gesagt, und die TTIP-Debatte meines Erachtens sehr, sehr oberflächlich verläuft, und deshalb noch ein paar Folien zum Hintergrund und da ein bisschen in die Tiefe zur Analyse, dass wir derzeit einen unethischen Handel haben. Und das deshalb, weil die Handelsabkommen derzeit auf undemokratische Weise zustande kommen. Und die erste Alternative ist die prozessuale Alternative oder eben der demokratische Prozess zu völkerrechtlichen Abkommen insgesamt. Und da werde ich, die erste Skizze einer neuen Entwicklungsstufe der Demokratie vorstellen, in kurzen Umrissen selbstverständlich, weil wir wollen ja dann allerspätestens um 10 Uhr 30 Minuten lang mindestens diskutieren und dann auch für die inhaltlich noch interessiert sind, einen Vorschlag, wie denn die Europäische Union eine komplett anders gepolte Handelsstrategie ausgestalten könnte, nämlich eine Handelsstrategie, die in Übereinstimmung ist mit ihren Werten, mit den Werten der Europäischen Union und auch mit dem bisherigen Völkerrecht, das innerhalb der Vereinten Nationen errungen und gebildet wurde, aber leider nicht annähernd die Durchschlagskraft hat wie das Wirtschaftsvölkerrecht. Die Handelsabkommen sind ja allesamt außerhalb der Vereinten Nationen gebildet worden und sind dort mit einer viel stärkeren Sanktionsmacht ausgestattet worden
als das Völkerrecht, das innerhalb der Vereinten Nationen, und zwar den weltweit breit geteilten Werten und Zielen und Menschheitszielen entspricht, aber nicht mit der gleichen Sanktionskraft ausgestaltet. Aber sozusagen, ich weiß nämlich, dass auch eine interne Debatte läuft, soll sich mehr Demokratie auch in die Inhalte einmischen oder nur in den Prozess? Und ich denke, das könnte man ja schön aufdröseln, indem mehr Demokratie zum Beispiel sich auf die demokratische Alternative fokussiert. Dann kann man das Thema TTIP behandeln, muss sich aber nicht zwingend in die Inhalte einmischen. So, genug der Empfehlungen von außen. Ich möchte ein bisschen hineinschauen, was wir unter Globalisierung in den letzten Jahrzehnten verstehen. Und aus der Sicht der sogenannten Globalisierungsgegner, die sich nie als Globalisierungsgegner selbst bezeichnet haben, sondern als GlobalisierungskritikerInnen, hat hier eine Verdrehung stattgefunden. Nämlich, dass Instrumente der Wirtschaftspolitik, die eigentlich nur Mittel sein sollten, um die eigentlichen Ziele der Wirtschaftspolitik zu erreichen, die wurden durch das konkrete Wirtschaftsvölkerrecht zu den eigentlichen Zielen und wurden den eigentlichen Zielen übergeordnet. Und die sind auf dem Abstellgleis oder auf dem Nebengleis der Wirkungslosigkeit preisgegeben. Und die wichtigsten Wirtschaftsfreiheiten sind eben der freie Handel, der freie Kapitalverkehr, das freie grenzüberschreitende Investieren inklusive Investitionsschutz in einem sehr breiten Verständnis oder zum Beispiel auch der Schutz geistiger Eigentumsrechte. Da gab es mächtige Regulierungsarbeit von genau den gleichen, die immer gesagt haben, der Staat soll sich zurückziehen und wir sind überreguliert und wir brauchen weniger Gesetze und nicht mehr. Die haben hier mächtig lobbyiert, dass hier ein Gesetz nach dem anderen, ein völkerrechtliches Abkommen nach dem anderen ratifiziert wurde und nicht nur das, sondern auch mit Sanktionen ausgestattet. Also die gleichen, die immer auf Freiwilligkeit plädieren, wenn es ihre eigenen Interessen berührt, die haben hier nicht nur Gesetze und Regulierungen durchgesetzt, sondern auch die Sanktionierbarkeit dieser international durchgesetzten Wirtschaftsfreiheiten. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel: Wenn ein Konzern weltweit die Menschenrechte verletzt, gibt es kein Gericht der Welt, wo dieser Konzern heute verklagt werden kann von den Betroffenen. Ein kleines Beispiel, obwohl das wäre doch eigentlich das Allerwichtigste überhaupt, dass die Menschenrechte als erstes geschützt werden, bevor da irgendein Eigentum geschützt wird. Jetzt wird das indirekte Enteignung bei intellektuellem Eigentum wird geschützt und die Menschenrechte werden noch nicht geschützt. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie diese Verkehrung zu verstehen ist. Und dann fragt man sich, wie kam es dazu? Und da steht natürlich eine mächtige ideologische Vorarbeit und Begleitarbeit und Begleitmusik dahinter. Eines der wirklich prägnantesten Zitate ist von Percy Barnevik. Er war dreimal hintereinander europäischer Manager des Jahres. Nach wichtigen Business-Medien, und das ist doch eine sehr, sehr prominente Stimme gewesen. Mittlerweile ist er in Ungnaden gefallen, weil seine Pension zu hoch war. Aber er hat sozusagen diesen Satz geprägt und der ist deshalb so gut, weil er ehrlich ist und weil er das, was wir analysieren, sehr gut beschreibt. Er möchte alle Wirtschaftsfreiheiten schrankenlos genießen und dafür braucht er Rechtsgrundlagen, damit er frei handeln und frei investieren und Kapital frei transferieren kann. Dafür braucht er eine Rechtsgrundlage. Und die hat er auch bekommen, oder die haben eben die Global Player auch bekommen, ohne aber irgendwelche Pflichten auferlegt bekommen. Alle, die sich als Anhänger und Anhängerinnen einer Marktwirtschaft verstehen, würden sagen, eine der ersten Rahmenmaßnahmen für einen Markt ist zum Beispiel eine Kartellgesetzgebung, eine Antitrustgesetzgebung. Auf dem Weltmarkt gibt es da nichts davon, gar nichts. Und das sind so Hinweise, dass es überhaupt nicht um eine Marktwirtschaft geht, sondern es geht einfach nur brutal um die Durchsetzung von Interessen. Und der Nachsatz, den finde ich deshalb so bemerkenswert, weil hier steht nicht, dass alle Einschränkungen, das sind natürlich Einschränkungen, das sind nicht Errungenschaften, das sind Einschränkungen durch Arbeitsgesetze oder Umweltschutzgesetze oder Verbraucherschutzgesetze oder Steuergesetze oder Klimaschutzgesetze oder den Schutz von Menschenrechten, also all das, all diese Non-Trade Concerns, all diese handelsfremden Themen nicht so gering wie nötig zu halten, das wäre dann immer noch ein Ungleichgewicht, weil der Handel dann noch Vorrang hätte, nicht so gering wie nötig, sondern so gering wie möglich. So gering wie möglich, am besten gar nichts davon. Am besten gar kein Arbeitsrecht, am besten gar kein Menschenrecht, am besten gar keine Steuerpflicht und am besten gar keine
gar keine Fusionskontrolle. Das ist sozusagen seine Ansicht. Und natürlich war er kein Ideologe, er hat das etwas flapsig, würde ich sagen, dann übersetzt, was andere vorgedacht haben. Und meines Erachtens ist der wichtigste Vordenker für diese Verkehrung Wirtschaftsfreiheit, Vorrang für die Wirtschaftsfreiheiten und Nachrang für alles andere, ist John Hayek. Also ich kenne keinen anderen Theoretiker, der das mit solcher Klarheit gefordert hat, und ich finde, das ist ein besonders prägnantes Zitat, was uns da auf die falsche Fährte bringt und eben legitimiert, dass wir den Wirtschaftsfreiheiten Vorrang geben, bevor wir die eigentlichen Politikziele in sanktionierbares Recht gießen. Und so ist es dann auch passiert, dass die Welthandelsorganisation, die immer noch für den größten Teil des gültigen Wirtschaftsvölkerrechts, auch des sanktionierbaren Wirtschaftsvölkerrechts steht, dass die WTO nicht im Institutionenkonzert, in der Institutionenfamilie der UNO gegründet wurde, sondern außerhalb. Eben nicht in Abstimmung mit den Menschenrechten, mit der ILO, mit den Arbeitsrechten, mit den Umweltschutzabkommen, mit dem Kyoto-Protokoll, mit dem gesamten vielfältigen Völkerrecht, das am Kristallisationskern des Völkerrechts der UNO gebildet wurde, sondern ohne Bezug auf all das, außerhalb im autistischen Abseits des Völkerrechts. Und so kann man den puren Freihandel eben zum Selbstzweck überhöht durchsetzen, ohne dass die Bedingung für den Freihandel, der Respekt der Menschenrechte, die Einhaltung der Arbeitsrechte, die Ratifikation der Umweltschutzabkommen, des Klimaschutzprotokolls, Steuerkooperation, Finanzmarktstabilität und Finanzmarktaufsicht oder Fusionskontrolle sei. Das geht natürlich nur durch den Trick, indem man die WTO außerhalb der UNO gründet. Wer war da dahinter? Im Wesentlichen unsere lieben Regierungen in der Europäischen Union und die Regierung der USA und damals noch sehr stark Kanada und Japan. Das waren so die Betreiber, dass die WTO nicht innerhalb der UNO geschaffen wurde. Für die da ein bisschen schon mehr Einblick haben, die WTO hätte eigentlich schon 1944 gemeinsam mit der Weltbank und dem Währungsfonds als dritter Bretton Woods Drilling auf die Welt kommen sollen. Es kamen dann nur die Zwillinge Weltbank und Währungsfonds auf die Welt, weil die USA gegen eine International Trade Organization, gegen eine ITO, hatten sie etwas einzuwenden, weil damals dem damaligen Zeitgeist, Keynes war da einer der größten Ökonomen, entsprechend hätte diese internationale Handelsorganisation das Recht gehabt, transnationale Konzerne zu regulieren oder Rohstoffpreise festzulegen, um Himmels Willen, das ist ja Planwirtschaft pur. Da haben sie gesagt, nee, die wollen wir nicht. Wir schneiden nur den Absatz aus dem Gründungsstatut, der sich mit Freihandel beschäftigt, heraus und machen aus diesem Absatz das GATT, das General Agreement on Trade and Tariffs. Und nach 8 Verhandlungsrunden ist dann das GATT 1995 in eine Organisation, in eine multilaterale Organisation gemündet, die Welthandelsorganisation WTO, aber wie gesagt, außerhalb und ohne Rechtsbezug auf die Vereinten Nationen und all ihre Abkommen und Ziele. Genau, und der wichtigste Unterschied ist, das habe ich schon vorausgeschickt, ist, dass die Vereinten Nationen zwar die Menschheitsziele und breit geteilte Werte in Recht gießen, allerdings in unverbindliches Recht, in nicht sanktionierbares Recht. Es gibt da natürlich eine Abstufung von dem ganz Weichen und dem Halbweichen und wenigstens auf zwischenstaatlicher Ebene sanktionierbaren Menschenrecht. Aber in Summe stehen diese Abkommen und Organisationen, was die Durchsetzungskraft der Welthandelsorganisation und auch den internationalen Handelsabkommen weit nach. Ja, ein eigenes Handelsgericht ist ein schönes Beispiel. Die WTO hat ein eigenes Schiedsgericht, vor dem Staaten geklagt werden, nicht nur werden können, sondern auch regelmäßig werden, wenn sie Gesetze erlassen, die den Freihandel über Gebühr beeinträchtigen. Also ein Beispiel von vielen war das Importverbot für hormonbehandeltes Rindfleisch der Europäischen Union. Das geht natürlich nicht. Gesundheit ist egal, Verbraucherschutz ist egal, Umweltschutz ist egal. Hauptsache der Handel wird durchgesetzt. Und das ist eine von vielen, vielen Klagen, die in der WTO verhandelt wurden. In der WTO kommt es aber seit Beginn, seit 1995, zu massiven Interessenskonflikten, und de facto ist seit 1995 überhaupt kein weiterer Wurf mehr gelungen, obwohl die Idee war,
dass die Liberalisierung progressiv weitergeht. Das ist das, was du angedeutet hast. Es, der Finalzustand, die Finalvision ist ein Level Playing Field, das heißt völlig freier Marktzugang für alle Unternehmen weltweit, ohne Zölle, ohne nicht-tarifäre Handelshindernisse, egal wie sich die Unternehmen verhalten, egal welche Rechtsform, egal welche Größe, egal welche ethischen Auswirkungen. Das ist der springende Punkt. Es sollen die Ungleichsten sollen gleich behandelt werden. Das ist so die Entführung und Verdrehung des Verfassungsprinzips der Nichtdiskriminierung. Die Nichtdiskriminierung ist ein ganz wichtiges Prinzip zwischen Gleichen, aber zwischen Ungleichen muss man unterscheiden dürfen. Und gerade in der gestaltenden Wirtschaftspolitik bei juristischen Personen ist es ganz wichtig, dass ich juristische Personen unterschiedlich behandle. Eben je nachdem, wie demokratisch, wie solidarisch, wie ökologisch, wie ethisch sie sich verhalten, ob sie die Menschenrechte respektieren oder ob sie mit den Füßen treten. Ja, und weil eben in der WTO der Fortschritt stockt, jetzt haben diejenigen Länder, die an umfassenden Handelsbeziehungen interessiert sind, zusätzlich auf der bilateralen, zum Teil auch auf der plurilateralen Ebene weitere Handelsabkommen und sehr oft in Kombination mit Investitionsschutzabkommen geschlossen. Die BITs sind jetzt die Bilateral Investment Treaties, also das sind die bilateralen zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen und davon gibt es schon 3000 weltweit. Und das sind deshalb so viele, weil es bisher in der WTO nicht gelungen ist, den Investitionsschutz mit hineinzunehmen. Die WTO ist bereits ein unglaublich breit gefächertes Vertragswerk mit insgesamt 28 Teilverträgen. Also da geht es um viel, 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 viel mehr als nur um den Zollabbau. Das geht es von der Landwirtschaft bis zum Schutz geistiger Eigentumsrechte, um eh schon fast alles. Nur was noch nicht gelungen ist, ist ein umfassender Schutz von Investitionen. Erstens in einer ganz breiten Definition, nicht nur von Realinvestitionen, zum Beispiel eine Produktionsstätte oder ein Headquarter, sondern eben auch ein Aktienportfolio oder überhaupt ein Hedgefondsportfolio. Auch das ist eine Investition. Und das soll nicht nur vor direkter Enteignung geschützt werden, sondern auch vor indirekter Enteignung geschützt werden. Und indirekte Enteignung ist natürlich alles. Ne? Ich kann immer sagen, jetzt fühle ich mich aber wirklich indirekt enteignet. Und weil ein Staat ein neues Gesetz erlassen hat zum Schutz der Umwelt, der Verbraucher, der Finanzmarktstabilität, alles ist eine indirekte Enteignung oder eine unfaire Behandlung. Also unfaire Behandlung kann man auch klagen. Und das, glaube ich, ist wirklich der Gipfel der freien Interpretierbarkeit, was jetzt nun ein Verstoß gegen internationales Recht ist und was nicht. Es gab dann in einem etwas kleineren Rahmen einen zweiten Anlauf, den Investitionsschutz auf multilateraler Ebene dingfest zu machen. Das war in der OECD. Damals hieß das MAI, Multilaterales Abkommen über Investitionen. Und wie sich wahrscheinlich die meisten noch von Ihnen erinnern können, ist das dann am Veto des französischen Parlaments gescheitert. Aber es ist tatsächlich so, solange die finale Vision da ist, wird es einen neuen Anlauf nach dem anderen auf allen möglichen Ebenen geben. Und jetzt ist offenbar die Strategie noch einen Schritt defensiver. Wir machen mal diesen Goldstandard zwischen der USA und der EU und versuchen, den dann zu multilateralisieren in späterer Abfolge. Und diese Rede vom Goldstandard, die ist aus meiner Sicht ganz besonders zynisch, weil hier genau für diese Verkehrung ein Standard gesetzt werden soll, dass der Handel zum obersten Ziel des Völkerrechts werden soll, unter Missachtung all des bisher bereits beschlossenen und vorbildlichen Völkerrechts von den Menschenrechten bis hin zum Klimaschutz. Das gibt es schon, das sind Standards und die werden missachtet, weil die spielen im TTIP überhaupt keine Rolle. Und sie erzählen den ganzen Tag, sie wollen jetzt endlich globale Standards setzen und erzählen uns aber nicht, dass es schon globale Standards gibt, die aber nicht Voraussetzung für die Ratifikation des TTIP sind. Die USA zum Beispiel haben von den beiden Menschenrechtspakten nur einen ratifiziert, den anderen nicht. Die EU sagt in keinem Moment, also als allererste Voraussetzung, dass wir miteinander fair handeln, bitte ratifizier mal den zweiten Menschenrechtspakt. Oder von den 8 Kernarbeitsnormen der ILO haben die USA 6 nicht ratifiziert. Oder die meisten Umweltschutzabkommen, zum Beispiel die Artenvielfaltskonvention nicht ratifiziert, Kyoto-Klimaschutzprotokoll nicht ratifiziert, UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt nicht ratifiziert. Also das, aus meiner Sicht ist das überhaupt kein interessanter Handelspartner. Oder wenn, dann aber aus der Sicht der Vereinten Nationen ihrer Menschheits- und Politikziele
und aus der Sicht der Werte der EU. Müsste doch sagen, also diese Mindeststandards, die sind die Voraussetzung, dass wir dann auf gleicher Ebene miteinander handeln. Ja, und die Verschärfung ist natürlich, wenn sich jemand nicht an dieses verkehrte Völkerrecht hält, dann wird man geklagt. Und dazu wurde in verschärfter Manier im Vergleich zur WTO, wo nur Staaten gegen Staaten klagen können, wurden in diesen zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen ein direktes Klagerecht für Konzerne eingeräumt. Und das hat jahrzehntelang vom Beginn des ICSIDs, ist eines der Schiedsgerichte, die zwischenstaatlichen Investitionsstreitigkeiten verhandeln. Es ist an der Weltbank angelagert in Washington, heißt International Center for the Settlement of Investment Disputes, also es internationaler Gerichtshof ist ein bisschen übertrieben, werde ich gleich sagen, für die Schlichtung von Investitionsstreitigkeiten, weil es eben kein fester Gerichtshof ist, sondern die Schiedsgerichte, die tagen meistens in einem 5-Sterne-Hotel in Singapur, in Genf oder in London und nur mit 3 beteiligten Schiedsrichtern, von jeder Streitpartei ein Schiedsrichter und ein dritter, auf den sie sich einigen. Und das sind nicht Angestellte von festen Gerichtshöfen, sondern das sind Rechtsexperten, meistens Rechtsanwälte von hochspezialisierten Kanzleien, die sich damit eine sehr goldene Nase verdienen. Und das Ganze treibt bizarre Blüten. Es gibt mittlerweile Anbieter von Rechtsklagen, die einem Unternehmen sagen, wenn du klagst, hast du kein finanzielles Risiko, weil wir übernehmen die Kosten für die Klage und wenn du verlierst. Nur wenn du gewinnst, dann schneiden wir uns halt eine solche Provision ab, dass wir unterm Strich damit ein tolles Geschäft machen. Und es gibt auch Anwaltskanzleien, die da bereits denken, Derivate für den Gewinn oder die Verlust von Klagen auf die Märkte zu bringen. Ja. Und das alles ist scheinbar legal. Da gibt es derzeit keine Bremse dafür. Letzter Punkt noch, die Klagen, die haben sich in den letzten Jahren sind explodiert. Sie waren bis Mitte der 90er Jahre waren sie an einer Hand abzuzählen und seit Anfang Mitte der 90er Jahre steigt die Anzahl der Klagen exponentiell. Und es geht da nicht nur, vielleicht zeige ich das gleich, es geht hier nicht nur um Direktenteignung, also Fälle von Direktenteignung ist mir bisher kein einziger untergekommen. Ich habe damals beim MAI noch den österreichischen Chefverhandler gefragt, ja, was ist denn jetzt da die Idee, die dahinter steht? Also wer soll denn wovor geschützt werden durch dieses direkte Klagerecht? Und dann war die einzige Antwort, ich habe nie eine andere bekommen, ja, der Schah in Persien, der hatte die amerikanischen Ölkonzerne enteignet. Deshalb haben wir dieses Klagerecht. Vielleicht hat jemand eine andere Antwort, ich habe nie eine andere Antwort bekommen. Und da könnte man sagen, das ist, ob willkürlich oder nicht, es ist Enteignung und es ist physische und direkte Enteignung. Und da könnte man auch meines Erachtens über so etwas wie eine angemessene Entschädigung sprechen. Allerdings erst nachdem es einen rechtlichen Mechanismus zum Schutz der Menschenrechte, zum Schutz der sozialen Sicherheit, zum Schutz der Arbeitsrechte, zum Schutz der Umwelt, zum Schutz der kulturellen Vielfalt gibt, dann kann man auch über einen Schutzmechanismus für direkte physische Enteignung sprechen. Aber nie und nimmer nicht sollte man über einen Schutz für indirekte Enteignung oder für unfaire Behandlung. Und alle Beispiele, die mir bekannt sind, beziehen sich auf indirekte Enteignung oder unfaire Behandlung. Aber nicht das, wofür vorgegeben wird, dass dieser Gerichtshof angeblich gut sei. Ich weiß jetzt nicht, wie bekannt die Fallbeispiele sind. 1, 3 und 5 sind abgeschlossen. Die 11 Millionen Dollar wurden bezahlt, das war in der sogenannten Diversion, weil sie sagen immer, naja, es wird ja nur ein Drittel von den Konzernen gewonnen. Das stimmt schon, es wird nur ein Drittel gewonnen, das ist ja schon eine tolle Erfolgsaussicht, aber ein weiteres Drittel endet in der Diversion, im sogenannten Vergleich. Und das heißt aber nicht, dass keiner gewinnt und keiner verliert, sondern Beispiel 1 ist eine Diversion. Und der Konzern hat nicht nur 11 Millionen Dollar Schadenersatz erhalten, kein schlechtes Körperlgeld, sondern es wurde auch das Gesetz zurückgenommen. Drei Jahre später wurde es dann tatsächlich beschlossen, aber 3 Jahre lang wurde das Gesetz zurückgenommen. Das ist eigentlich ein gewaltiger Sieg für,
Für den Oiscon Benzinhersteller, der hat in seinem Benzin ein sogenanntes Antiklopfmittel, das Blei enthält. Das hat er in all seinen Benzinsorten verwendet und Kanada hat das verboten, aus naheliegender Weise, weil halt Blei ein giftiges Schwermetall ist. Und die haben es aber für alle, sie haben es in nicht diskriminierender Weise verboten, für alle in- und ausländischen Benzinhersteller gleich verboten. Und er hat sich aber trotzdem unfair behandelt gefühlt und hat geklagt und hat in der Diversion erreicht, dass das Gesetz zurückgenommen wurde und 11 Millionen Dollar auch noch. Und das hat natürlich Kanada auch Energie und das Gerichtsverfahren hat ja Kanada auch gekostet und Angst ist entstanden. Es gibt Berichte von Beamten, die sagen, also wir können eigentlich nicht mehr frei regulieren, weil wir müssen die ganze Zeit Angst haben, dass diese Regulierung zugunsten des Umweltschutzes, des Gesundheitsschutzes geklagt wird, weil jedes Umweltschutzgesetz, jedes Verbraucherschutzgesetz, jedes Arbeitsschutzgesetz ist in den Augen irgendeines Unternehmens unfair. Und das ist bereits ein ausreichender Klagegrund. Und das ist so der Skandal dran. Occidental Petroleum versus Bolivien ist ein rechtskräftiger. Deshalb sind auch Bolivien, Ecuador und Venezuela aus dem ICSID ausgetreten. Also es gibt 3 Austrittsfälle. Allerdings gibt es jede Menge Fußangeln und Widerhaken, die den Austritt erschweren und verteuern. Und die höchste Klagesumme meines Wissens bisher hat ein holländischer Versicherer Eureko gegen Polen gefordert. Warum? Weil Polen hat seine größte öffentliche Rentenversicherungsanstalt privatisiert vor der Finanzkrise. Also Sozialismus ist vorbei, hurra, wir privatisieren und der Markt macht alles besser. Haben 40% privatisiert und in Aussicht gestellt, dass sie weiter privatisieren werden. Und dann kam die Finanzkrise und sie haben gesehen, dass die Finanzmärkte die Renten doch nicht sicherer machen als das solidarische Umlageverfahren und der öffentlichen Rentenversicherung und haben die Privatisierung gestoppt. Und Eureko hat dann gesagt, aber du hast doch gesagt, du wirst weiter privatisieren. Also her mit 15, mit wie viel? Mit 12 Milliarden Dollar. Und sie haben dann den Streit nicht, sie haben nicht 12 Millionen, 12 Milliarden haben sie gefordert. Sie haben aber 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Also 1,5 Milliarden Dollar, die in Polen bitter dringend benötigt werden für alle Belange, gehen jetzt an einen profitablen holländischen Versicherungskonzern, weil er nur 40% von der polnischen Rentenversicherung erhalten konnte. Vielleicht was hier nicht auf der Folie ist, aber was auch sehr spannend ist, es gibt eine aktuelle Klage von Veolia, vom französischen Trinkwasser- und Multi-Utility-Konzern gegen Ägypten, weil dort die Mindestlöhne angehoben werden, im Ausmaß der Inflation. Gegen die Inflationssicherung der Mindestlöhne gibt es eine Klage. Dass das überhaupt geklagt werden darf, finde ich einen Skandal an sich. Und ein anderer Fall ist, dass in Südafrika die Anti-Apartheid-Gesetze unter anderem vorsehen, dass in den Bergbaufirmen wenigstens 40% der Beschäftigten aus der farbigen Bevölkerung kommen müssen, die 90% der Bevölkerung stellt, also weit unterhalb ihres Anteils an der Bevölkerung. Und in den Management-Etagen wenigstens 20%. Und dagegen hat ein italienischer Bergbaukonzern geklagt, weil das seine Gewinninteresse, weil das fühlt er sich unfair behandelt. Weil dann kann er nicht das ganze Management aus Italien kommen, sondern müssen sie ein Fünftel lokales Management mit einbeziehen. Das muss ich gleich mal klagen. Die Klage haben sie verloren. Also da ist es werden nicht alle Klagen gewonnen. Wie gesagt, ein Drittel verlieren die Kläger. Aber allein das so, ich finde, es richtet ganz viel Schaden an, dass man sowas überhaupt klagen kann, solange die Menschenrechte von den Betroffenen nicht einklagbar sind. Ich meine, wenn das einklagbar ist, dann kann man sich über die Weiterentwicklung des Rechts gerne Gedanken machen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist es eine legale, eine rechtliche Asymmetrie, die geschaffen wird zugunsten derer, die schon zu viel Macht und zu viele Rechte haben. Gut, die Gefahren für die Demokratie durch das TTIP sind umfassend. Also über das Chlorhühnchen und das Hormonrindfleisch möchte ich gar nicht sprechen, weil das sind aus meiner Sicht tendenziell Ablenkungsmanöver. Weil worum geht's? Es geht grundsätzlich um die Harmonisierung von Standards und mir ist kein einziges Beispiel bekannt, dass irgendeine Partei die Anhebung der Standards der anderen Seite auf die Höhe der eigenen Standards gefordert hätte. Wir sind ausschließlich, und es liegen tausende Lobbydokumente vor, dass ausschließlich die Absenkung der Standards von der Gegenseite auf das eigene Niveau gefordert wird.
Zweitens geht es um eine Selbstbindung der Regierungen, indem sie den Notwendigkeitstest aus der WTO importieren. Den Notwendigkeitstest gibt es schon im SPS- und TBT-Abkommen, das sind zwei dieser 28 Teilverträge der WTO. Und da müssen neue Regulierungen darauf geprüft werden können, ob sie den Handel mehr als nötig einschränken. Also plötzlich ist ein übergeordnetes Regulierungsprinzip, ich darf den Handel zwar einschränken, wenn es um öffentliche Interessen geht, aber nicht mehr als nötig. Und wer entscheidet das? Im Klagefall das Schiedsgericht. Das heißt, nicht mehr der Gesetzgeber entscheidet, sondern es entscheidet ein nicht ständiges, anonymes, privates Schiedsgericht, ob dieses Gesetz, ob dieses vom Parlament demokratisch beschlossene Gesetz den Handel mehr als nötig beeinträchtigt oder nicht. Regulatorische Kooperation soll eine eigene transatlantische Kooperationsbehörde neu geschaffen werden, der alle Regulationsvorhaben vorab gemeldet werden müssen, die den Handel in irgendeiner Weise berühren und die den Handel mehr als nötig einschränken könnten. Und die müssen zuerst der gegenüberliegenden Seite des Atlantiks zugeführt werden. Da ist relativ unklar, wem genau. Und die Lobbys fordern hier direkten Zugang, damit sie Stellungnahme beziehen können. Und nach den eigenen Vorstellungen der EU sollen hier die Wünsche der Gegenseite bei jedem Gesetz, egal ob das eine kommunale Verordnung ist oder eine EU-Richtlinie, sollen die Wünsche entweder umgesetzt werden oder, wenn sie nicht umgesetzt werden, begründet werden, warum sie nicht umgesetzt werden. Also eine unglaubliche, Behinderung des demokratischen Gesetzgebungsprozesses. Und vielen Dokumenten zufolge soll zuerst einmal die Gegenseite konsultiert werden, bevor das Ganze dann in die Parlamente kommt, zum Beispiel. Das vierte ist die Selbstknebelung der Gesetzgeber durch sogenannte Superregulierungen. Also das alles, was ich jetzt gesagt habe und das, was jetzt kommt, das habe ich noch nie in irgendeiner Zeitung gelesen zum TTIP. Das ist aber ganz, ganz massiver Verhandlungsinhalt. Selbstknebelungen aller Art durch Superregulierungen. Und die Superregulierungen haben welches Ziel? Dem Handel Vorrang zu geben. Also es ist immer das Gleiche, was Hayek sozusagen gefordert hat, zuerst der Handel und dann alles andere. Und das aber als Mainstreaming in der Gesetzgebung. Öffentliche Dienstleistungen, wenn ich eine schützen will, muss ich sie explizit aufschreiben. Wenn ich das versäume, dann ist sie für immer verloren und der Liberalisierung und der Gleichbehandlung preisgegeben. Ich unterliege einer Ausschreibungspflicht und dem Gleichbehandlungsgebot. Subventionen für ein bestimmtes Unternehmen wäre dann sofort ein Klagsgegenstand für ein anderes Unternehmen, das nicht die gleichen Subventionen erhält. Die Förderung der Nahversorgung, ein ganz breit gewünschtes Prinzip, verboten. Ich darf kein Unternehmen aufgrund seiner Nähe bevorzugen gegenüber einem ferneren Unternehmen. Strukturpolitik zum Beispiel, dass ich die kleine und mittelständische Wirtschaft fördern möchte, was das Mantra in allen Sonntagsreden ist, soll verboten werden. Oder zum Beispiel, wenn ich bestimmte Energieressourcen nur lokal, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, nur lokal verwenden möchte, soll verboten werden. In dem Moment, wo eine Ressource gefördert wird, darf es zu keiner Exportbeschränkung mehr kommen. Das sind nur ein paar Beispiele, wie umfassend das TTIP einwirkt auf die Demokratie und auf demokratische Prozesse. Das fünfte haben wir schon behandelt, wäre dann eben, selbst wenn dann noch Gesetze beschlossen werden, können sie dann geklagt werden, und zwar auf direkten Wege durch die betroffenen Unternehmen. So, damit sind wir beim Prozess. Zunächst einmal die Beschreibung. Ja, weil die Beschreibung, wie es derzeit läuft, soll uns ja dann inspirieren, wie es anders laufen könnte. Derzeit läuft der Prozess so, dass der Europäische Rat, der nicht direkt demokratisch gewählt ist oder als Gesetzgeber nicht direkt demokratisch legitimiert ist, ein Mandat erteilt an eine Instanz, die ebenfalls nicht direkt demokratisch legitimiert ist. Und zwar ein Mandat für Geheimverhandlungen. Das ist mittelalterlicher, also das ist prädemokratischer Standard. Es erfolgt keine verpflichtende Prüfung des Mandats durch eine unabhängige Instanz, sondern die EU-Kommission gibt halt ein paar Folgeabschätzungsstudien in Auftrag und damit wird dann argumentiert. Die Studien fokussieren auf Verfassungswerte, auf Menschheits- oder Millenniumsziele, auf Menschenrechte. Die
Studien fokussieren auf das BIP-Wachstum und auf Arbeitsplätze, aber nicht auf Verteilungswirkung, Nachhaltigkeit, Machtkonzentration, kulturelle Vielfalt, Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, Sinn oder Lebensqualität. Finde ich sehr wichtig, das zu erkennen. Seit Adam Smith hat sich die Wirtschaftswissenschaft als eigene Disziplin heraus und erst im 20. Jahrhundert ist dieser Radikalismus, dass der Handel ein Selbstzweck werden soll, gekrönt durch Hayek. Der erste Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Cambridge ist erst im 20. Jahrhundert eingerichtet worden. Adam Smith war noch Moralphilosoph. Erst nach ihm entstand die Wirtschaftswissenschaft und erst im 20. Jahrhundert die Idee, dass die Wirtschaftsfreiheiten wichtiger sein könnten als die Menschenrechte oder andere breitmehrheitsfähige Politikziele. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist unzulässig. Natürlich hütet die Kommission hier mit diesem Spruch nur die Verträge und das Recht, auf das sie sich beruft, bei der Frustration des Begehrens wurde gemacht von wem? Auch von unserer Vertretung nur, vom Rat und von den Parlamenten, auch in diesem Fall vom Bundestag. Der Bundestag hat dem Lissabon-Vertrag zugestimmt, im Lissabon-Vertrag ist das geregelt, aber in keinem Moment hat der Souverän, der hier begehrt, hier mitsprechen können. Und das finde ich so die völlige Verdrehung in der Demokratie, dass die Vertretung der höchsten Instanz hier da erstens regeln darf, inwieweit die höchste Instanz mitsprechen darf oder begehren darf und dann darüber entscheiden darf, ob ein Begehren der höchsten Instanz zulässig ist oder nicht. Das ist so die Kernverdrehung, auf die es dann gleich hinausläuft. Ja, und deshalb darf auch die höchste Instanz nicht über das Endergebnis abstimmen, sondern ob dann das Verhandlungsergebnis gut ist für uns, das dürfen nicht wir entscheiden, sondern das entscheidet unsere Vertretung, weil die weiß ja, was für uns gut ist, nach dem derzeitigen Demokratieverständnis. Und damit auch schon zur demokratischen Alternative. Ich möchte die Alternative ein bisschen einbetten in eine Weiterentwicklung der Demokratie, die mir seit einigen Jahren vorschwebt und die derzeit überwiegend oder fast ausschließlich indirekte Demokratie, das wäre die erste Säule, ergänzt um mindestens zwei weitere Säulen der Demokratie. Ich werde das jetzt nicht ausführlich besprechen, sondern einen wesentlichen Punkt ansprechen, nämlich dass die indirekte Demokratie ergänzt werden soll um eine Säule direkter Demokratie. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur ein bundesweiter Volksentscheid oder europaweite Volksabstimmungen, sondern ich habe mir versucht, ein bisschen grundlegender Gedanken zu machen, wie denn die Demokratie von morgen aussehen könnte. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert, unter anderem, und habe danach gedacht, 10 Jahre nach Abschluss meines Studiums, ob wir jemals die Frage behandelten während des Studiums, wie die Demokratie von morgen aussehen könnte. Da konnte ich mich dann an nichts erinnern. Und dann habe ich mich versucht zu erinnern, was denn das Kernprinzip der Demokratie sei nach meinem Studium. Und da kam dann doch das Souveränitätsprinzip oder das Kernprinzip. Und dann habe ich mich versucht zu erinnern, ob ich noch weiß, was Souveränität bedeutet, nämlich nicht sinngemäß, das weiß ich schon, aber wörtlich. Weiß jemand, was die lateinische Ursprungsbedeutung, das ist spannend, gell? Bei mehr Demokratie weiß auch niemand, was das, doch, genau, aber ist von Superanus, genau. Man muss unterscheiden, es kommt nicht von Superanus, es kommt von Superanus und es heißt wörtlich über allem stehend. Und dann habe ich versucht, das auf mich wirken zu lassen und den Hausverstand einzusetzen und was bedeutet das, wenn wir wirklich über allem stehen? Und wir sind der Souverän in der Demokratie ist, das muss ich ja nicht abfragen, aber nur um auch die Parallele zu ziehen, gibt es nur in einer Demokratie einen Souverän? Ein Souverän gibt es auch in der Monarchie zum Beispiel, auch in anderen, nämlich die jeweils höchste Instanz. Und in der Monarchie ist es eben der König oder die Queen. So, und jetzt könnte man die Frage stellen, hat der König in der Monarchie Rechte? Nämlich als Souverän. Hat ein König in einer Monarchie Rechte als Souverän? Also ich habe das recherchiert. Im Mittelalter hieß das in Italien und Deutschland zum Beispiel Regalien. Und die Liste ist viel länger als hier. Aber er hat eine lange, lange Liste von Rechten. Ist ja auch logisch.
weil die höchste Instanz muss ja irgendwie definiert sein, ne, indem sie eine ganze Reihe von Rechten genießt. Und jetzt die Analogie. Haben wir in der Demokratie Grundrechte? Achtung, Falle. Ja, schon. Also meinem Verständnis nach haben wir, ja, wir haben Grundrechte, aber nur individuelle Grundrechte. Aber als Souverän, als Kollektiv, haben wir keine kollektiven Grundrechte. Und das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Ich habe überlegt, wenn wir gemeinsam die höchste Instanz in der Demokratie, was müssten denn unsere Grundrechte sein, die wir mindestens genießen müssten? Und mein Ergebnis nach 20 Jahren Politik ist, das erste und wichtigste, weil höchste Grundrecht wäre es, die Verfassung zu schreiben. Warum? Weil die Verfassung ist das höchste und mächtigste Rechtsdokument in der Demokratie und die Verfassung regelt die Zuständigkeiten unserer Vertretung oder die Macht unserer Vertretung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass nicht unsere Vertretung sich selbst die Macht verleiht, die sie hat und nicht uns die Macht zuschreibt, die wir dann noch haben oder die wir dann nicht haben, sondern es ist ganz wichtig, dass die höchste Instanz entscheidet, wie viel Macht die Vertretung hat und wie viel wir selbst haben. Da ist dann auch schon ein Anknüpfungspunkt zu gestern. Die Selbstkontrolle muss auch vom Souverän kommen. Aber als erster Schritt ist das ausschließliche Recht, was wir haben, die Verfassung zu schreiben und zu verändern, um die Zuständigkeiten unserer Vertretung zu regeln. Und zweitens, um für alle Politikbereiche die grundlegenden Richtungsentscheidungen vorzugeben, auf wenigen, vielleicht 2 Seiten oder 3 Seiten pro Politikbereich, für die Wirtschaftspolitik, für die Geldpolitik, für die Umweltpolitik, für die Bildungspolitik, damit dann unsere Vertretung mit ihrem Königs- oder Königinnenrecht, nämlich Gesetze zu verabschieden, das sei ihnen unbenommen. Das ist die Gewaltentrennung. Die Verfassung vom Volk, die Gesetze vom Parlament. Aber die Gesetze, die dann vom Parlament kommen, die können dann der Verfassung nicht mehr widersprechen. Da würde die gleiche Instanz davor schützen wie heute, der Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof schützt immer die Verfassung. Aber wenn die Verfassung vom Parlament geschrieben wird, dann schützt er sozusagen, dann ist es ein Zirkelschluss. Wenn die Verfassung aber von einer anderen in Gestalt getrennter Gewalten geschrieben wird, dann schützt der Verfassungsgerichtshof uns. Weil wir haben ja dann das in die Verfassung geschrieben, wogegen das Parlament grundtheoretisch verstoßen könnte mit Gesetzen oder aber eben nicht. Dann braucht es auch keine Klage und kein Korrektiv. Das sind nur die ersten 2 souveränen Grundrechte, die ich in einer souveränen Demokratie, in einer echten Demokratie vorschlage, Verfassung schreiben und ändern. Dann ist mir eine ganze Reihe weiterer souveräner Grundrechte eingefallen. Nämlich zum Beispiel, ist nur ein Brainstorming, ist noch nicht ausgereift, ist keine Theorie, ist kein eigenes Buch, ist nur ein Brainstorming. Und ich glaube, hier ist eines der fruchtbarsten Foren, um dieses Brainstorming weiterzutreiben. Regierung wählen, warum? Weil derzeit können wir zwar eine Partei wählen, aber wir können keine Regierung wählen. Das ist jetzt nicht das größte Anliegen, aber der Sauberkeit halber fände ich das schon besser als das, was wir jetzt haben. Eine Regierung abwählen, nicht wegen Peanuts, aber bei einem wirklich triftigen Grund. Und da habe ich gedacht, gibt es solche Gründe, wo wir nicht bis zu den nächsten Wahlen warten können, dann kann man sie abwählen, sagen jetzt sehr viele. Und ich denke, ja, zum Beispiel, wenn es in den Krieg zieht. Wenn eine Regierung gegen den Willen der Bevölkerung in den Krieg zieht, dann muss man sie sofort abwählen können. Das ist ein absolut triftiger Grund. Deutschland und Österreich sind ja zum Beispiel glücklicherweise nicht in den Irakkrieg gezogen. Der war ja völkerrechtswidrig, der hat gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen und trotzdem sind 13 Mitgliedstaaten des sogenannten Friedensprojektes in diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Das wäre ein Grund, dass in diesen 13 Mitgliedstaaten von Großbritannien bis Italien die Bevölkerung sagt, das geht nicht. Umfragen zufolge war vor dem Beginn des Irakkriegs auch in Großbritannien die Mehrheit der Bevölkerung gegen den Irakkrieg und mir ist kein einziges Land bekannt, wo die Mehrheit der Bevölkerung für den Irakkrieg gewesen wäre. Das heißt, es waren hier in allen Fällen die Regierungen, die hier internationales Recht brechen und selbst da nicht von ihrer Instanz abberufen werden können. Also das wäre der vierte Punkt. Der fünfte Punkt, das ist das einzige dieser 8 souveränen Grundrechte, das der italienische Souverän heute genießt, der deutsche, der österreichische nicht. Es handelt sich um das Abrogativreferendum. Das heißt, wenn das Parlament ein Gesetz initiiert, kann die Bevölkerung sagen, stopp, das beschließt du nicht. Das können die Menschen in Italien. Und das schönste Beispiel, wie wichtig und wie wertvoll dieses Recht ist,
war in der Ära Berlusconi, ist gestern schon gefallen. Berlusconi wurde zwar aufgrund seiner Milliarden- und Medienmacht zum Regierungschef, und das wären wichtige Begründungen für die Gewaltentrennung in der Wirtschaft, also für die Dekonzentration von wirtschaftlicher Macht. Dann hat er aber konkrete Vorschläge gemacht, die keine Unterstützung in Italien gefunden haben von der Bevölkerung. Und wenn in Italien 1 Million Menschen unterschreibt, dass ein Gesetz nicht verabschiedet werden soll, kommt es zu einer zwingenden Volksabstimmung. Und das war vor 3 Jahren der Fall. Es kam zu 3 Gesetzesvorhaben zu einer Volksabstimmung, nämlich Atomkraft einführen in Italien, Trinkwasser privatisieren und Berlusconi lebenslang immunisieren. Und in allen 3 Fragestellungen haben 90% der Abstimmenden sich gegen die Gesetze ausgesprochen. Und das zeigt, dass dieses unscheinbare Recht, ne, also 1 von 8, doch auch einen ganz wertvollen Beitrag zum Korrektiv. Ne? Das Parlament hat das Recht, ein Gesetz zu initiieren. Der Souverän hat das Recht, das Gesetz zu stoppen, wenn es ihm gegen den Strich geht. Vielleicht erzähle ich nicht alle, weil sonst wird es heute zu lang dauern, aber achtens ist das, worum es heute geht. Ne? Ein Rahmenmandat und dann aber auch die Entscheidung über das Ergebnis der Verhandlungen von internationalen völkerrechtlichen Abkommen. Und was das genauer bedeuten könnte, das ist jetzt der eigentliche Vorschlag für einen demokratischen Prozess zu irgendeinem. Ja. Es muss hier nicht nur um Handelsabkommen gehen, es geht um alle. Rahmenmandat, was heißt das? Rahmenmandat hieße, dass in den dezentralen Verfassungskonventen, die vielleicht rund um 2020 herum als Ergebnis eine erste demokratische Verfassung haben werden, dass hier die Bevölkerung sagt, dass die Vertretung der Bevölkerung jederzeit ein völkerrechtliches Abkommen ausverhandeln darf, sprich das Mandat dafür erteilen kann, wenn es bestimmten Zielsetzungen entspricht. Was könnte das sein? Der Respekt und die Erfüllung der umfassenden Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung durch eine Nichterhöhung, eigentlich die zwingende Verringerung des ökologischen Fußabdrucks in Richtung globaler Nachhaltigkeit, voller Respekt der Arbeitsrechte, Erhöhung der sozialen Sicherheit, Nichterhöhung der Ungleichheit und vielleicht Nichtverminderung der kulturellen Vielfalt. Das wäre das Rahmenmandat. Und dieses Rahmenmandat müsste dann, wenn das Verhandlungsmandat erteilt wird, geprüft werden, logischerweise. Aber das heißt, die Bevölkerung muss jetzt nicht direkt das Verhandlungsmandat erteilen, sondern sie hat nur ihren Richtungswillen vorgegeben, der in der Verfassung steht, an den sich die Vertretung halten muss. Die Vertretung kann jederzeit das Verhandlungsmandat erteilen. Allerdings, schöner fände ich es, nur die direkte Vertretung. Ich möchte, dass nur eine Vertretung, die ich gewählt habe, das Verhandlungsmandat erteilt. Auf der EU-Ebene wäre das derzeit nur das EU-Parlament, nicht der Rat. Und wenn das Parlament dann aber hier sein Verfassungsrecht in Anspruch nimmt und das Verhandlungsmandat erteilt, dann tritt das ja in einen möglichen Konflikt mit dem Rahmenmandat und deshalb muss es geprüft werden. Und wer das prüft, das wäre sozusagen analog zu den derzeitigen Mechanismen der Europäische Gerichtshof, der eben prüft, ob das TTIP nach den eigenen, nach den Studien, die vorhanden sind, die Ungleichheit erhöht, die Menschenrechte gefährdet, die Arbeitsrechte gefährdet, den ökologischen Fußabdruck erhöht. Ein kleines Beispiel. In den Folgeabschätzungsstudien der Kommission steht drinnen, dass die europäische Landwirtschaft durch das TTIP initiale Schocks erleiden wird. Was heißt das? Das heißt, dass der durchschnittliche Agrarbetrieb in der EU um ein Vielfaches kleiner ist als in den USA. Das heißt, es wird zu einem Mechanismus Wachse oder Weiche kommen, also zu einer Beschleunigung des Strukturwandels, bis dann die europäischen Agrarbetriebe gleich wettbewerbsfähig sind unter dicken Anführungsstrichen wie die US-Agrarkonzerne und in anderen Teilen der Erde deshalb dann die noch vorhandenen kleinbäuerlichen Strukturen ausradieren können. Das steht drinnen in der Folge der eigenen EU-Kommission. Und wenn da der Gerichtshof schaut, ist das für kulturelle Vielfalt? Nee. Ist das für ökologische Nachhaltigkeit? Nee. Ist das für Verteilungsgerechtigkeit? Nee. Ist das für sinnvolle und menschenwürdige Arbeitsbedingungen? Also das Rahmenmandat in allen Punkten verletzt, da kann ich kein grünes Licht geben. Das heißt, der Gerichtshof sagt, nein, dafür gibt es kein Mandat.
wenn er grünes Licht gibt, es kann ja sein, dass es besser ausschaut, dann wird nach Spielregeln verhandelt, die wer entschieden hat. Das war auch so gestern immer, ich frage dann immer, wer soll denn das letztlich entscheiden? Letztlich muss der Souverän in der Verfassung festlegen, nach welchen Spielregeln dann die Verhandlungen für ein völkerrechtliches Abkommen stattfinden. Und mir fallen zwei Stichworte ein, vollkommen transparent und umfassend partizipativ. Es darf nicht die Verhandlerin selbst auswählen, wen sie da jetzt konsultieren darf. Das muss geregelt sein, welche Sektoren der Bevölkerung konsultiert werden müssen. Ja, und das Endergebnis wird von derjenigen Instanz abgestimmt, in deren Namen verhandelt wird. Mein Hausverstand lässt keine Alternative zu, aber selbstverständlich würden wir das eben nur wiederum in diesem dezentralen Verfassungskonvent würden die Alternativen abgestimmt. Wenn jemand sagt, das Endergebnis soll von der Europäischen Zentralbank abgestimmt werden, ist das ein Vorschlag. Wenn jemand sagt, das Endergebnis soll vom Europäischen Parlament abgestimmt werden, wenn jemand sagt, das Endergebnis soll von den nationalen Parlamenten der nationalen Mitgliedstaaten oder eben von den Souveränen, nämlich für die das Ganze gut sein soll schlussendlich. Ja, jetzt ist es schon 10. Das heißt, ich werde den letzten Teil in größerer Kürze darstellen. Für den letzten Teil gibt es aber schon eine breite demokratische Legitimation. Das ist eine Accenture-Umfrage zwischen 62% und 88% der Menschen in den unterschiedlichsten Ländern sagen, dass die Weltwirtschaft derzeit den Menschen und dem Planeten nicht nützt, sondern schadet. In Deutschland sagen 90%, 88%, dass sie eine andere Wirtschaftsordnung wollen. Und bei einer ganz jüngsten Umfrage sind sogar 67% der Ansicht, dass nicht das Wachstum des Bruttosozialprodukts angestrebt werden soll, sondern des Bruttosozialglücks. Und warum ist das jetzt zum TTIP so relevant? Weil die Kommission prüft nicht die Auswirkung des TTIP auf das Bruttosozialglück, obwohl das 67% wünschen, sondern sie prüft die Auswirkung auf das BIP, obwohl das nur 14% in der gleichen Umfrage wünschen. Ja. Das heißt auch hier, das wär eine ganz wichtige Auswirkung auf den Prozess. Wenn das tatsächlich, und das ist eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Umweltbundesministeriums und des Umweltbundesamtes. Ja, das große Bild aufgemacht, zurück zu den Vereinten Nationen, zum Kristallisationskern des Völkerrechts, zur Institutionenfamilie der UNO. Wenn wir da ein bisschen genauer hineinschauen, dann gibt es dort eine Organisation, eine Konferenz, die für den Handel zuständig ist. Das ist ja lustig. Jetzt gibt es da die WTO seit 1995 außerhalb der UNO, aber seit 1964, 30 Jahre länger, gibt es die UNCTAD, die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, die, wie ihr Name schon sagt, den Handel nur als Mittel betrachtet, um das eigentliche Ziel, nämlich Entwicklung, umfassende nachhaltige Entwicklung steht in ihren Statuten, zu erreichen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Handel ist kein Selbstzweck, Handel ist nur ein Mittel. Und er wird nur in dem Maße und in der Qualität eingesetzt und durchgesetzt, wie er dem eigentlichen Ziel dient. Das ist doch ein wunderbarer Ansatz. Wer will denn diese Spinnerei? Diese Spinnerei hat die G77, die Gruppe der 77 ärmsten Länder, eingefordert und 1964 durchgesetzt. Also sie wurde gegründet. Nur sie wurde mit keinerlei Macht ausgestattet, weil halt die EU-Staaten, die Ex-Kolonialmächte und die USA strikt dagegen waren. Heute besteht die G77 aus 130 Mitgliedstaaten. Also die große Mehrheit der Staatengemeinschaft wäre dafür zu haben, dass wir die Spielregeln in der UNO machen. Sie wissen nur, sie würden hier die EU und die USA keinen Millimeter damit bewegen können. Ja, und einfach die bisher aufgebaute Logik konsequent weitergedacht. Der globale Handelsraum, das Handelsabkommen, das UN-Handelsabkommen, wird geschützt gegen alle Staaten, die Abkommen der Vereinten Nationen nicht respektieren und weil sie nicht ratifizieren. Und das heißt, alle Staaten, die sämtliche Abkommen der UNO respektieren und ratifizieren, können frei miteinander handeln. Aber für jede Nicht-Ratifikation gibt es einen gewissen Schutzzollaufschlag. Zum Beispiel je ILO-Kernarbeitsnorm 5%, je nicht ratifiziertes Umweltschutzabkommen 10%. Das ist mein Vorschlag. Ja. Ist leider noch nicht. Noch.
Aber wer weiß, vielleicht stellst du die Frage in 10 Jahren erneut und dann schon. Genau. Klimaschutz finde ich etwas wichtiger, aber auch das sind alles demokratische Fragen. Menschenrechtspakt, habe ich vorhin schon erwähnt, die USA haben nur einen von beiden, gleich mal 20% Zollaufschlag. Steuerkooperation, das sind jetzt schon Zukunftsvorhaben. Es gibt noch keine globale Steuerkooperation, das kann man gleich einschließen. Wer sich am vollständigen automatischen Informationsaustausch zu steuerrelevanten Daten verpflichtet, Freihandel, wenn nicht. Gabriel Zuckman hat das vorgeschlagen. Also Thomas Piketty hat einen Schüler, Gabriel Zuckman, der hat genau das vorgeschlagen. Wenn die Steueroasen nicht kooperieren, na dann antworten wir mit Handelssanktionen. Finde ich total richtig und gerecht, weil der freie Kapitalverkehr ist ja eine gewaltige Vertrauensleistung. Und diese gewaltige Vertrauensleistung des freien Kapitalverkehrs oder des Freihandels, die kann ich doch erst gewähren, wenn das Vertrauen erworben wurde. Und das Vertrauen erwirbt man sich nicht mit Bankgeheimnis und mit Intransparenz und mit Verweigerung der Steuerkooperation, sondern das Vertrauen erwirbt man sich durch die Aufhebung des Bankgeheimnisses, durch vollkommene Steuerkooperation und durch transparenten Datenaustausch. Dann ist das Vertrauen erworben und dann kann ich den Kapitalverkehr frei machen. Nicht umgekehrt. Derzeit ist die Logik des Völkerrechts so, dass ich als erstes meinen Haustürschlüssel und als erstes meinen Autoschlüssel und als erstes meinen Safe-Schlüssel hergebe und dann mal schaue, wie sich die Person damit verhält. Ja, aber wer kann denn nichts machen, weil die Steueroasen, die sind so blöd. Ja, so ist die Logik des derzeitigen Völkerrechts. Das müsste genau umgekehrt sein. So, das überspringe ich, die globale Währungskooperation, obwohl da wird es vielleicht in der Diskussion, kann ich drauf eingehen. Und der letzte Punkt ist, wenn wir das auf der institutionellen Ebene nicht so schnell schaffen, weil das ist zwar aus meiner Sicht ein schlüssiges und kohärentes Narrativ, so müsste es die EU angehen, auch mit dem eigenen Binnenmarkt, dann könnte sie in einer sehr viel weniger ehrgeizigen Stufe das auf der Ebene der Unternehmen machen. Und das wäre die Gemeinwohlökonomie. Wir setzen einfach den Artikel 14 des Grundgesetzes um. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ist doch großartig. Ist irgendjemand dagegen? Es gibt wahrscheinlich kaum einen konsensualeren Grundartikel. Und ich sage nur, da fehlt aber was. Ne? Weil wie stellen wir das fest? Und wie stellen wir das sicher? Und wie sanktionieren wir das, wenn es die einen mit Bravour leisten und die anderen überhaupt nicht? Wie differenzieren wir? Durch eine Gemeinwohlbilanz. Und die Gemeinwohlbilanz ist bei 250 Unternehmen finale Realität, haben sie bereits erstellt bis zur letzten Stufe. Sie messen einfach, wie sie demokratische Grundwerte leben gegenüber allen Stakeholdern. Das Ergebnis wird in Punkten gemessen und farblich differenziert. Und dann kann man das nicht nur auf den Produkten kenntlich machen, sondern man kann dann den fairsten Freihandel gewähren. Und je schlechter das Gemeinwohlbilanzergebnis ist, desto mehr den Market Access, ist das Zauberwort, den Marktzugang erschweren. Also alle wünschen Market Access, ja dann beweist es mal, dass ihr den verdient. Und wenn ihr es bewiesen habt, dann kriegt ihr freien Marktzugang. Aber wenn ihr es nicht beweisen könnt, weil eure Gemeinwohlbilanz orange oder rot oder sehr schlecht ist, ja dann müsst ihr einfach, um die Fairen zu schützen, müsst ihr dann eben einen entsprechenden Zollaufschlag zahlen. Und Zusammenfassung ist, dass die EU eine Doppelstrategie wählen könnte. Sie beginnt bei sich selbst mit dem EU-Binnenmarkt, der wird zum ethischen Binnenmarkt. Sie sagt, egal ob in- oder ausländische Unternehmen, alle müssen eine Gemeinwohlbilanz vorweisen. Und die eben ein schlechtes Ergebnis haben, müssen einen entsprechenden Zugangsaufschlag bezahlen. Man kann das als Außenhandelsinstrument verwenden, man kann das intern über Steuern, über öffentliche Aufträge, über differenzierte Kreditkonditionen genauso steuern. Und gleichzeitig bemüht er sich um so ein Handelsabkommen in der UNO. Und ab einer Mindestgröße von 20, 30 oder 40 ratifizierenden Staaten tritt das in Kraft. Und dann werden alle anderen vor die Alternative gesetzt. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns frei zu handeln, aber dann müsst ihr das und das und das und das ratifizieren und auch sanktionierbar machen. Ganz genau so wie heute, wie wir jetzt die ganze Zeit über diese Sonderklagerechte für Konzerne diskutieren, würde ich viel, viel dringender und lieber über die Sanktionierbarkeit, Durchsetzbarkeit und Sanktionierbarkeit der Menschenrechte, der Arbeitsrechte, der sozialen Sicherheit, der Verteilungsgerechtigkeit, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes, der Steuergerechtigkeit diskutieren. Zuerst ist wichtiger. Und das könnte die EU machen. Die ist der größte und mächtigste Markt der Welt. Und finale Schlussfolgerung, wenn wir unsere Vertretung das entscheiden lassen,
wird unsere Vertretung immer für Freihandel plädieren. Die nächsten 20 Jahre auch noch. Wenn der Souverän aber das selbst entscheidet, dann... Und das macht mir so Hoffnung. Das sind meine lieben Wirtschaftsstudierenden der Wirtschaftsuniversität Wien, die zu 95% Betriebswirte sind. Hier kann man nichts sehen. Ja, dann machen wir es so. Das ist auch nicht transparent. Ja, das ist die gleiche Folie. Aber ich habe das halt handschriftlich mitgeschrieben und das ist die gleiche Folie. Ist schon die letzte Folie. Ich habe die und so funktioniert auch der demokratische Wirtschaftskonvent. So wird entschieden vom Souverän über die Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik. Es gibt mehrere Optionen. Option Freihandel. Handel ist ein Selbstzweck und wird allen anderen Politikzielen übergeordnet. Zweite Option, wenn man das kritisiert, dann heißt sofort, ja, geh doch nach Nordkorea. Ne? Oder, ja, willst du deinen Wohlstand zerstören? Ne? Es kommen so Totschlagrückfragen, so als wäre die logische Konsequenz, wenn man den Freihandel kritisiert, dass man dann für Abschottung sei. Handel ist schlecht. Nein, ist nicht meine Position. Meine Position ist eine differenzierte dritte Position. Handel ist ein Mittel zum Zweck. Und wenn es den Zweck erfüllen hilft, dann ist er willkommen und dann wünsche ich mehr Handel, fairen Handel, gerechten Handel, nachhaltigen Handel. Wenn er aber das Ziel gefährdet, weil Konzerne, die zu groß und zu mächtig sind, die Menschenrechte verletzen, die die Arbeitsbedingungen verschlechtern, die Umwelt kaputt machen und die Demokratie untergraben, dann ist mehr Handel für diese Konzerne schlecht. Und dann wünsche ich weniger Handel. Und das würde ich aber gern differenzieren können durch bestimmte Instrumente auf der institutionellen Ebene oder auf der betrieblichen Ebene. Und meine Wette war, das war das erste Mal, dass ich diese Frage konsensiert habe, dass die Zahlen sind die Widerstandsergebnisse. Systemisches Konsensieren, wir haben es gestern schon gehört, heißt, es können mehrere Vorschläge abgestimmt werden. Es wird der Widerstand gegen jeden einzelnen Vorschlag gemessen und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand hervorruft. Und hat den Sinn, dass jede Regel, egal welche, schränkt die Freiheit von manchen von uns mehr oder weniger ein, löst einen größeren oder geringeren Schmerz in uns aus. Und systemisch konsensieren hilft, die Regel zu finden, die den geringsten Summenschmerz in der Bevölkerung auslöst und die Freiheit von uns allen so wenig wie möglich einschränkt. So gering. Das ist systemisch konsensieren. Und ihr seht, Freihandel wird hochkritisch gesehen bei Betriebswirtschaftsstudierenden. Abschottung wird noch kritischer gesehen. Und das, also ich habe es... 30. Ja. Ja. Aber dass bei 30 Studierenden keiner auch nur einen leichten Widerstand, man hat null Widerstand, leichten Widerstand oder schweren Stier. Jeder hat zwei Stimmen. Jeder hat zwei Stimmen, genau. Dass keine einzige Widerstandsstimme, das hat mich doch. Und wenn ihr denkt, das ist doch noch ein letztes Lied, wenn ihr denkt, dass sozusagen ethischer Handel etwas Neues sei, bis Adam Smith hat es keine andere Sicht auf die Dinge gegeben. Erst seit Adam Smith hat sich die Wirtschaftswissenschaft als eigene Disziplin heraus und erst im 20. Jahrhundert ist dieser Radikalismus, dass der Handel ein Selbstzweck werden soll, gekrönt durch Hayek. Der erste Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Cambridge ist erst im 20. Jahrhundert eingerichtet worden. Adam Smith war noch Moralphilosoph. Erst nach ihm entstand die Wirtschaftswissenschaft und erst im 20. Jahrhundert die Idee, dass die Wirtschaftsfreiheiten wichtiger sein könnten als die Menschenrechte oder andere breitmehrheitsfähige Politikziele. Danke für die Aufmerksamkeit.